65. Jahrestag der Bombenangriffe auf Dresden am 13. Februar 2010. In Dresden damals ein Neonazi-Aufmarsch. Am Bahnhof Neustadt haben sich rund 5000 Teilnehmer versammelt, warten darauf, ihren Aufzug beginnen zu können. Nun erscheinen diese Aufnahmen in neuem Licht. Unter den Demonstranten jetzt entdeckt der damals noch unbekannte Björn Höcke, seinerzeit Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Hessen. Auf Anfrage des ZDF bestätigt die Thüringer AfD die Teilnahme Höckes. Er habe sich damals gemeinsam mit zwei Freunden lediglich einen Eindruck von der Veranstaltung verschaffen wollen. Die Aufnahmen sprechen eine andere Sprache. Höcke nicht beobachtend am Rand, sondern mittendrin. Anmelder der Demonstration damals die rechtsextreme Landmannschaft Ostdeutschland. Unter den Rednern NPD-Funktionäre und Kameradschaften aus ganz Deutschland. Bilder, die belegen, lange vor seinem Aufstieg in der AfD war Björn Höcke am rechtsextremen Rand unterwegs. 7 Jahre später wieder in Dresden. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Diese Rede, Anlass für den Bundesvorstand, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Chef zu beschließen. Für uns ist das politische Signal klar, ebenso für die große Mehrheit der Partei, dass dies nicht unser Grundkonsens ist, wenn man sich die Äußerung von Björn Höcke anhört. Nicht alle in der Partei sehen das so, unterstützen stattdessen Björn Höcke. Der Beschluss ist in meinen Augen machtpolitisch motiviert und gefährdet den Meinungspluralismus in der Partei. Er besitzt zweifellos das Potenzial zur Spaltung. Björn Höcke droht mit Spaltung der AfD und weist seinen Landesverband sowie einflussreiche AfD-Politiker hinter sich. Alexander Gauland empfiehlt Höcke sogar für den Bundestag. Es wäre jemand, der 2010 in Dresden inmitten von Neonazis demonstrierte. Wir wollen Schiele! Wir